Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Nach einer sehr reisehaltigen und cutlastigen letzten Folge sind wir nun endlich wieder hier und können die Story weitermachen. Und ich mache das mit dem einen oder anderen Mal. Vor allem, nachdem ich diesen Skorpion richtig fertig gemacht worden bin von ihm. Und wir sind immer alle noch angeschlagen, sehe ich gerade. Will ich erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Nächstes Mal, wenn ein optionaler Boss kommt, will ich mich besser vorbereiten. Elenor, anta wa soto de mattete. タイマシが一緒にいることは決勝のボスも知ってる。でも分かりました。清涼に顔を見られたくない客もいるでしょう。ライフセット、あんたはエレノアについてなさい。うん。すぐに戻るから。わざわざ来てくれてありがとう。久しぶりね。ピーチパイ食べる？ 用件は？もう少し心に遊びを残しておきなさい。張り詰めた弓の鶴は切れやすいわよ。用件。この人を王都から連れ出してほしいの。気の臭い依頼ね。目的地は？ お上の手が届かないところまで。そんな場所があったらこっちが知りたいわ。俺たちもそんな場所が必要なんだが、なかなかうまい話はなくてな。そういえばここしばらく清涼本部と監獄島タイタニアの連絡が途絶えてるって噂よ。監獄島？監獄島は清涼が管理している施設。 それが連絡もつかないほどの状況になったというのか。東大元暮らし。監獄島は使えるかもしれない。アジトニッカ。確かにあそこならクーマが食べる汚れも多そうだ。しかも逃げ出した囚人が好き好んで戻るとは、お行儀のいい清涼は考えんじゃろうしな。少なくとも状況を確かめる価値はある。 お役に立てたかしらね。ええ。でももう一つ。清涼がゴーマをかくまっているって情報はない？離宮にいたゴーマなら別の場所へ移ったようよ。どこへ？今言えるようなことはないけれど、近いうちに必ず。わかった。こいつを逃がす報酬はゴーマの情報よ。 承知したわ。アイゼン副長、メルキオルとやり合った件は聞いたわ。情報をつかめなくてごめんなさい。あれは完敗じゃったな。いい、もう済んだことだ。アイフリードのこと諦めるの？いや、アイフリード海賊団は清涼の計画を潰しに動く。 俺たちがでかい被害を与えれば、清涼はアイフリードに人質の価値を見出すはずだ。罠を仕掛けてきた時を狙って、あいつを奪い返す。攻撃で活路を開こうってわけか。さすがだな。アイフリードならこの策を取る。それだけのことだ。 遅いですね。うん。お前に同志の特命を授ける。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス精霊本部に回収せよ。どうかした？あ、ちょっと街を歩きませんか？私が王都を案内してあげます。 でも、私のこと信用できませんよね。ううん、そんなことないよ。僕、エレノアと王都を見たいな。ライフィセット。あ、でもまた今度にしましょう。どうして？それは、ほら、ベルベットが怒るし。私が何？
話は終わったのですね。そちらは？闇の組織の親分から預かったお宝じゃ。悪党に奪われぬよう、監獄島へ隠しに行くぞよ。なぜ監獄島に？一体どういう方なのですか？聞いてない。はぁ？なんか、いい匂いがする。え？クンクンしてないで、行くわよ。おっきい。素性も目的も知らずに依頼を受けるなんて。知らない方が面倒がないのよ。Stimmt, und eigentlich wissen wir gar nicht, ob wir sie hätte fragen dürfen, weil bis jetzt mussten wir nur alles erledigen und sollten eigentlich gar nicht so viel nachfragen bei den Missionen von denen. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob der Adler mir irgendwo bekannt vorkommt. Ich weiß es nicht mehr. Aus irgendeinem Tales-Teil. Aber so viel habe ich nicht gespielt, so viel kann ich nicht sagen. Ich würde mal sagen, wir hören uns einfach mal das nächste Gespräch an. けど、連れている鷹はとてもよく訓練されているようですね。鷹狩りに使う鷹かな。おそらく。育てるにはお金も時間も相当かかるはずです。ライフセット？やっぱりいい匂いがする。ですよね。この匂い、前にもどこかで。まさか。え、何？二人並んでクンクンしちゃって。わかった。犬の兄弟ごっこじゃろう。違うよ。犬じゃなくて鷹が問題で。はあ？すみません。行儀が悪かったですね。Okay, es wird wahrscheinlich ein Exorzist sein, wenn sie so reagiert und uns nicht sagt, was los ist. Gut, dann gehen wir einfach zur Gefängnisinsel. Also back to the roots, ne? Da hat ja alles so ungefähr angefangen. Also eigentlich auf der Insel zu Hause bei ihr, aber... Ja. Und ich habe relativ meinen Beweis, dass die Truhen sich wieder füllen, weil ich habe eine Truhe am Anfang der Aufnahme schon aufgemacht, die plötzlich wieder zu war. Viele Gegner kennen wir hier. Der schnellste Weg ist wahrscheinlich dann... Ja, das ist die Nebenquest, ups. Wir sind echt zurück zur Gefängnisinsel. Unglaublich. Naja, wird auf jeden Fall keiner erwarten, dass wir da zurückgehen. Außer, es ist ein Exorzist und der Bericht seinen Leuten, der wissen natürlich schon Bescheid und warten da auf uns. Ich muss auf jeden Fall jemanden kennen, den Eleanor kennt. Wen könnte Eleanor kennen, außer Exorzisten? Eigentlich ja nicht wirklich irgendjemanden. Es ist ein guter Geruch. Heißt ja meistens nichts Gutes, aber ich weiß nicht. Anfangs habe ich das Gefühl gehabt, dass nur Luffy das riechen konnte. Deswegen weiß ich gerade gar nicht. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich diesen Weg erstmal nicht rausschneide, weil ich habe schon Lust damit, so die andere Folge so ein bisschen besser zu schneiden. Und da habe ich schon mit den ganzen Laufwegen, vor allem, ich habe diese Teile, damit man sich teleportieren kann, aus Dungeons raus und so weiter, die funktionieren einfach nicht. Ich kann sie nur wegwerfen, aber nicht benutzen. Warum? Warum? Naja. Wollen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe übrigens, wie ihr seht, den Hut von ihr abgenommen, ihr eine Schleife lieber geben, ist besser. Und deswegen habe ich mir realisiert, zum vierten Mal, dass ja das Set ein Teil ist. Also ich wollte eigentlich irgendwas Blaues, hat Hose ja ausrüsten, aber ging nicht. Außer hätte ich eine Jagd abgeschlossen, war auch an der Zeit. Klingenbestie, war das die andere da hinten? War das dieses komische Skorpionenteil? Ich habe den Namen nicht angeguckt gehabt. Wir speichern einmal, bevor wir zur Gefängnisinsel gehen. Nicht, dass wir nicht mehr zurückkommen und ja. Dakara, takai tte! Ashimoto misugi daro! Kore ika o onozomi nara, doko ka no jizen ka o sagashite itadaita hou ga yoroshii ka to. Mata nani ka mometeru. これは…しっかりしなさい、ベイミック。あれ、俺、
補給の交渉をしてて。物資は適かで。いえ、自由にお持ちください。人間は営利行為などではなく、私心なく交易に奉仕することでの自己実現を達成すべきであり。あ？本当にいいのかよ。いや、私は何を。ボウも今のを感じたかい？うん。もう消えたけど、北の方から強い波みたいな力が来た。精霊が持つ力の支配権、領域だ。ここの北って、聖主の御座からか。カノヌシとアルトリウスが何かやったってことか？わからない。嫌な予感がする。急いでここを離れた方が良さそうだな。人生か。オッケー。気持ち悪いが、タバサからの依頼が先だ。アジトも見つけなきゃだしな。そうね。Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier schnell weg, obwohl mich das schon interessiert. Keine Neben... Moment, das ist aufgeploppt an Nebenquest. Bestimmt reden die Leute jetzt darüber. Oder sie verkaufen Sachen ganz so günstig, das wäre jetzt toll. Oi, Oyaji, 大丈夫か? 何言ってやがんだい、この若造が。ずいぶん威勢がいいな。いや、だってさ、いきなりバカ丁寧な話し方でこれまでのツケはもう結構でございますって。冗談は顔だけにしやがれ。冗談じゃねえって、確かに親父がそう言ってたよな。言ってたよ。でも俺もお前も変だったぜ。お前は俺に先に買い物をどうぞって言うし、俺もいやいや俺なんか後でいいって。普段なら絶対にお前だけには負けたくねえのによ。そう言われりゃそうだな。親父がツケをチャラにしてくれるって言ってんのに、金を踏み倒すなんて人間の道に反するって思った。自分を見失っているのに記憶はある。精神的な抑制がかかったということか。一体何だったんだろうな、さっきのは。よく分からねえけど、親父、やっぱりツケをチャラにしてもらってもいいか。もう俺もバカ野郎、てめえらのツケをチャラにしたら首が回らなくなっちまうだろうが。さっさと払いやがれ。みんな何かおかしくなってたんだね。ああ、やはり何かが始まろうとしている。Okay. Ja, wir haben schon gemerkt, dass es irgendwie komisch ist. Aber viel mehr sollte hier auf der Karte auch nicht auf uns sein irgendwie, oder? Nee, hat wahrscheinlich nur die vorne mit betroffen. Die im Haus waren vielleicht sogar safe, weiß ja nicht, wie intensiv die Domäne wirkt. Wir gehen jetzt einfach mal zu der Gefängnisinsel. Und das andere wusste, dass es irgendwie Unterdrückung heißt. Ja, Bruno, ich bin noch mehr bestimmt ein Exorzist. Aber warum sollen wir einen Exorzisten in die Gefängnisinsel bringen, außer dass er uns einsperren möchte? さて、無事に出航したことだし、そろそろ顔ぐらい見せたらどうだ。そうだね。失礼した。やはりパーシバル殿下。パーシバル・イルミッド・アスガード、ミッドガンド王国の第一王子とはな。次の国王か。私の正体に気づいていたんだね。お召し物から王家の方々のみが使うことを許された香木の香りがしましたから。なぜこのようなことを。話さなければ連れて行ってもらえないかな。大麻師が裏社会の者といる理由も知りたいものだが。それは理由なんてどうでもいいわ。こっちもこっちの都合で利用させてもらうだけよ。好きにしてくれていい。もう私は戻れないのだから。なかなかの食わせ者じゃな、あの王子様は。パーシバル殿下は穏やかで公正無私。
地と徳を合わせ持ったと評判のお方です。あの方がいれば時代のミッドガンドも安泰だと皆が。とぼけてたけど、あの香りは最初からこっちに気づかせるためにつけてたのよ。自分の地位を明らかにして利用価値があると知らせるためにね。私は乗せられたのですね。監獄島への誘導も罠か。その可能性は捨てないでおくべきだな。いざとなれば王子を人質にする。その王子の命を狙ってる者が相手なら盾にはならんがな。ま、気を抜くなってことだな。王子様、もう戻れないって言ってた。戻れない？Okay, da haben wir also einen Prinz auch noch an Bord, haben wir eigentlich fast alles, ne? Wir haben einen Halbdämon, mehrere Malaks, einen Exorzisten, eine Hexe, einen Prinzen. Ach ja, einen vollwertigen Dämon. Achso, ich dachte gerade schon. Hörst du unsere Piratengruppe, glaube ich? Wäre komisch, wenn hier noch andere Leute rumstehen würden. Stimmt, die beiden sind ja auch noch mit uns unterwegs. Kommst du dich mit? Ich kriege eine richtige Gänsehaut. Gecko-Haut? Gecko-Haut. Okay. Die Frage ist, waren wir schon mal? Hier sind keine Truhen. Auf jeden Fall waren wir schon mal. Also gehen wir einfach mal rein. Und schauen, was dahin so auf uns wartet. Taimashi ga iru zo. Shikkari shite kudasai. Kubi no nai. Kishi. Nakunarimashita. Kubi no nai kishi no goma.タイマシを襲ったのはゴーマか。また暴動が起こっておるのかい。クロガデダイル、お前たちはモアナと王子を守れ。王子。Okay, das sieht aber genauso aus wie die Typen, die wir hatten, auf dem Feld da stehen hatten. Okay, er hat jetzt ein bisschen mehr Leben, hat er jetzt als ein normaler Dämon, aber jetzt nicht irgendwie problematisch für uns. Ich wollte mit Zebe finishen.おかしいな。かなりの対魔師が配備されていたはずだが、孤独が行われたのかもしれん。孤独？ゴーマ同士を喰らい合わせることで、より強力なゴーマを生み出す下法だ。囚人ゴーマが食い合って、対魔師もかなわないゴーマを生み出しちまったってことか？暴動が起こったからですね。誰かさんのせいでの何があったかは問題じゃない。ここを手に入れるために何をすべきかよ。死んだ大魔師は首のない騎士のゴーマって言ってたよ。そいつが元凶かもな。なら探し出してぶっ潰そう。島を制圧するまでこの広間を拠点にする。王子とモアナはあんたたちに任せるわ。侵入する敵はすべて排除して。わかった。あんまり期待しないでくれよ。モアナ、何かあったら私を呼んで。必ずあなたを守りに戻るから。うん。エレノアも気をつけてね。行くわよ。Gut. Ich hoffe mal, dass die das hier gut aushalten können. Er ist ja eigentlich relativ stark. Das haben wir schon mal erlebt gehabt. Dass er so Stärke eines Bosses so ungefähr hat. Die Frage ist, wenn hier viele Bossgegner kommen, weil der Typ war eben auch ein bisschen stärker als normalerweise, dann müssten wir ein bisschen aufpassen. Okay. Gehen wir jetzt in Außenfahrt. Gucken wir mal da.
Wo führt der Außenpfad hin? Okay, der Außenpfad ist schon ein ganz kleiner Weg, dann gehen wir den einfach nochmal. Denke ich jedenfalls, dass der nicht lang ist, weil ich es dich eben gesehen habe. Okay. Huh. Hab mich das erschreckt. Okay. Das ist die Gegner von damals, wir hier eingedrungen sind, ja, oder? Hm. Das wäre ein sehr lauter Kampf gerade. Das sind Geräusche, die Gegner machen. So. Ich hab mal etwas besiegen, bitte. Du musst mehr blocken. So, hab ich den auch. Hätten noch einen anderen, ja. Das ist auch noch von mir spawnt, wird gar nichts gegen machen. Das sind eindeutig neue Gegner. Oder? Ich kann mich nicht an diese komischen Unsichtbaren erinnern, jedenfalls. Ich will mal gegen die kämpfen, würde ich mal. Das sind viele Gegner. Viele Gegner ist nicht schön. Oh. Das könnte sehr gefährlich werden. Ich muss irgendwie mal wieder meinen dritten Punkt voll bekommen. Okay, wenigstens sink ich gerade nicht unter 2. Okay, ich bin auf 4 hoch. Nice. So, töten wir einfach mal kurz einen oder so. Okay. Das Problem ist halt, es wird nur schwerer werden, weil wir halt sehr, sehr viele Gegner angelaufen haben aus Versehen. Nice. Los, Finisher. Läuft bis jetzt ziemlich gut. Ich mag ganz gerne gegen Geister kämpfen. Solche, die machen es zwar nicht so schön, aber hier wenigstens sind sie sehr anfällig gegen normale Angreife. Sind sie auch. Los, dann machen wir einen Super Finisher. Schön. Dann wirft man sie erst auf den Boden. Das kann nur ein bisschen dauern, das ist das Problem. Weil die Gegner halt einiges aushalten. Schön, dass die. Oh, wie viele sind denn noch hier? So, und ist wieder das? Wieder einer weg? Okay, dieser Kampf ist gerade. Zieht die Folge ziemlich in Länge. Aber ich hätte, glaube ich, damals nicht gegen die gekämpft gehabt, falls sie damals auch schon hier waren. Musste ja ran, und jetzt? Okay, es werden wieder Gegner. Das Schöne ist, es sind, glaube ich, müde Köpfe gewesen. Außer es kommt gleich nochmal Verstärkung, was ich nicht hoffe. Nee, okay, gut, das war's. Nee, ich glaube ziemlich safe, dass die Gegner neu sind irgendwie. Aber ich glaube, da draußen ist ja auch nichts. Also das heißt, wir können ruhig zurückgehen. Und beenden erstmal die Folge hier und gucken nächstes Mal uns hier weiter oben die restlichen Wege. Also das Innerleben des Gefängnisses nochmal. Ich hoffe, es hat gefallen. Nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play Tales of Berseria. Wenn wir versuchen, dieses ganze Gebiet hier so für uns einzunehmen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.